Und einfach Gas geben. Oh, da oben gibt es Energie. Na, oh, meine Radfähigkeit. Das Gute ist, man kann in den Fähigkeiten noch ein bisschen hinterherrennen, wenn man sie mal verloren hat. So. Damit ist das Level auch schon wieder vorbei. Ich glaube, im nächsten Level nützt uns die Fähigkeit, übrigens, die wir gerade bekommen haben, nicht wirklich viel. Aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Ich mag das Rad einfach. Ne, den Bonusraum hatten wir schon. Der erhält sowieso nur den Kran. Ich will aber was Neues zeigen. Genau. Also ich drücke eine Taste, um den Mund aufzumachen. Und König Nickerchen oder König DDD, je nachdem, wirft Eier. Und die Eier wollen wir haben. Die Bomben nicht. Und ich habe 500 erreicht. Na, so ein Scheiß. Da war ich schon mal besser. Ich habe ja was von Küken gesagt. Wenn Kirby es schafft, bis zum Ende durchzuhalten, brütet er die Eier im Mund aus. Und daraus werden dann Küken. Also so rum war es. Ich habe es vielleicht ein bisschen verwechselt. Okay. Das war jetzt dummheit. Ich dachte, es ging da unten lang. Kumpel, gib mal deinen Schirm her. Na gut, dann halt nicht. Es gab hier noch eine Fähigkeit, die Kirby nur ein einziges Mal nutzt. Mir fällt bloß nicht gerade ein, welche. Es war nicht die Unbesiegbarkeit. Okay, das Schwert können wir jetzt mal gut gebrauchen, schätze ich mal. Dann brauchen wir die Blöcke nicht immer aussaugen und wieder ausspucken. Okay. Kommen wir gerade eben nicht ran. Ist nicht so schlimm. Ich will ja kein... Das ganze Spiel zeigen möchte ich ja... also nicht jedes Geheimnis, sondern einfach mal so ein bisschen durchpacen. Das geht ja auch mal. Ach ja, verloren. Aber so kann man wenigstens nach oben und nach unten spucken. Das ist eigentlich recht originell gemacht. Unter Wasser kann Kirby nichts einsaugen, sondern einfach nur die Gegner durch den Luftzug wegpusten. Durch den Wasserstrom, der sich bildet. Wie ein Laser schneidet er, wie ein Laser. Ah. Wenn wir hier ein bisschen kassieren, ist nicht so schlimm. Oh, Meta Knight! Alle Smash Bros. Fans aufgepasst, hier kommt der Auftritt von Meta Knight. Denn Meta Knight ist ein Kirby-Gegner. Okay, der hat schon mal gar nichts gebracht. Och, ey. Okay, wir wurden gerade in den Arsch getreten, aber ich habe gedacht, das wäre Meta Knight gewesen. Na, nochmal, wir finden es heraus. Und haben mich meine Augen getäuscht. Das ist doch Meta... Das ist doch Meta Knight, genau. Ich glaube, er will einfach nur, dass wir seine Leute hier verdreschen. Das ist aber typisch Kirby, ne? Wir haben zwar die Fähigkeit, ein cooles Schwert zu kriegen, aber noch eine coole männliche Axt, das ist nicht im Programm drin. So. Wie viele von seinen Typen kommen denn hier noch? Ist man mal an einer Stelle weg, kommt gleich noch ein anderer hinterhergeschissen. Ach, da unten ist eine Energieanzeige, alles klar. Der feige Meta Knight holt seine Armee hierher und legt sich nicht selber mit uns an. Aber das wird sich im Spiel noch ändern, wir werden ihm noch entgegentreten. Wenn irgendjemand, sag ich mal, wie soll man sagen, wenn jemand einen Menschen Jump'n'Runs näher bringen möchte oder vom Schwierigkeitsgrad einen Jump'n'Runs sucht oder generell ein Spiel, wo derjenige einsteigen kann, ist dieser Titel hier davor richtig gut geeignet. Er ist wirklich eingängig, leicht zu lenken und ich sag mal, der Schwierigkeitsgrad ist doch recht niedrig, wie ich schon erwähnt habe, aber dennoch macht das Spiel unheimlich viel Spaß. Wo wir gerade bei der neuen Fähigkeit wären, bei Kirby, der Laser. Und vor allen Dingen ist er auch noch immer wunderschön. Ach, ich habe meinen Laser verloren. Doch nicht? Kriege ich ihn noch? Na, verdammt. Also, ich finde, dieser Titel ist einer, den man sagen kann, der, man sieht ihn an, dass er gealtert ist, aber es ist jetzt wirklich im Maßen. Durch die einfache Grafik, sage ich mal, ist er besser gealtert als andere Titel. Okay, weiter geht's.
Ist ganz schön viel Flugverkehr hier, aber stellt kein Problem dar. Der Stein! Noch eine weitere ikonische Kirby-Fähigkeit und eine der besten, die er hat. Das ist der verdammte Stein. Er verwandelt sich einfach in einen schweren, großen Stein und macht damit alles platt. Na komm her, Wecker. Ja. Gut, wir können den Wecker jetzt noch andersfarbig machen, aber... Okay, mach mal andersfarbig. Den Stein zeige ich später, der kommt eh nochmal. Ist jetzt für den Gegner vielleicht ein bisschen schlecht geeignet. Gut, das kann ich nicht absaugen. Das macht deine Noten. Bam! Ach, das Mikrofon, genau. Einmal laut reingeschrien und alle Gegner gehen den Bach runter. Ist also praktisch genauso effektiv wie der hyper-explosionsmäßige, wenn man eine Bombe einsammelt. Guter Zeitpunkt dafür. Sehr schön. Man hat ja bei den späteren Kirbys mal eingeführt, dass man, wenn man solche Techniken einsetzt wie das... Ach Gott, ich kann das Mikrofon ja dreimal machen. Das war aber nicht besonders clever. Weil ich das Leben nicht mehr kriege. Na, ich brauch's ja wahrscheinlich eh nicht mehr. Doch, hier ist es genauso bei dem Kirby. Er setzt, wenn er mehrmals die gleiche Fähigkeit einsetzt, habt ihr gesehen, das erste war es eine Flüstertüte, dann war es ein kleines Mikrofon und dann war es ein großes Standmikrofon, was er eingesetzt hat. Okay, hier bräuchten wir wieder den Laser. Nö, brauchen wir nicht. Gut. Es war nur ein Energiepunkt, den wir jetzt hier regenerieren dabei, aber wieso nicht? Aber dieser Schräge würde der Laser quasi nach oben schießen. Laser! Ich weiß, ich bin ein bisschen sparsam mit dem Einsatz der Techniken, weil ich hier mehr fliege als alles andere. Aber das kommt man halt am schnellsten durchs Spiel. Ist natürlich beim Let's Play jetzt nicht das Ziel. Aber ich habe schon mal vorgenommen, jetzt das Spiel komplett durchzuzocken, mal schon eben. Bin aber schon bei 22 Minuten. Vielleicht mache ich 2 Videos draus, eine halbe Stunde. Ich weiß es noch nicht. Ein neuer Raum und ich weiß noch nicht mal, was der beinhaltet. Arena, okay. Wurde halt zurechtgeschossen, der Junge. Was willst du tun? Gut, gibt eine Tomate, ich könnte ihn einsaugen, aber ich bleib mal beim Laser. Level 5. Meine Fresse. Die komischen Kanonen sind übrigens die einzigsten Gegner, die man jetzt nicht direkt vernichten kann. Man kann sie, wenn sie auf dem... Oh, hab ich echt der Schirm jetzt erwischt davon? Nicht zu fassen. Also man kann sie zumindest Klippen runterwerfen, wenn sie auf einem Block stehen, den man absaugen kann oder so. Aber ansonsten hilft da nicht viel gegen. Ah, ein Rädchen. Oh, da unten war ein neuer. Komm her. Sleep. Okay, Sleep war jetzt nicht so eine tolle Idee. Ich habe keine Ahnung, was die Fähigkeit... Okay, ich schlafe einfach nur ein. Habe ich jetzt schon 2 Punkte euch verloren? Wäre ich dann wieder geheilt? Ich glaube, die habe ich komplett sinnlos im Kopf, dass die eigentlich... Okay. Ja, super. Ich habe geschlafen und bin jetzt wieder normal. Nee, habe ich mir richtig gemerkt, die war nicht wirklich gewinnbringend. Aber die hat mich wahrscheinlich da hinten lang gebracht. Ich weiß es nicht wirklich. Friert die Zeit ein oder... Ach, naja. Ist ja ähnlich wie, weiß ich auch nicht, Platscher bei Pokémon. Scheinbar völlig sinnlos. Also für mich ist er sinnlos. Ich habe da noch nicht den Effekt dahinter erkannt und lass mich gerade hier verdröschen. Ach, bei Kirby-Spiel gestorben. Ist schon ein bisschen peinlich. Ich glaube, es ist einer der wenigen Spiele, von denen ich auch ein No-Dead-Run machen könnte. Auch wenn das jetzt gerade das Gegenteil bewiesen wurde. Ah, noch wieder Bungerang. Nein, 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 nein! Warum mache ich sowas? keine Ahnung, warum ich jetzt hintereinander hier sterbe. Gut, schweben wir eben wieder an allen vorbei.
Och, Mann. Die Jump-Fähigkeit, die habe ich gerade vergessen. Okay. Ich will trotzdem mal versuchen, die Energie dazu kriegen. Ah, damit haben wir unser Herz verloren. Ich hätte wenigstens gedacht, dass die Bomben alle Blöcke zerstören. Aber na gut, man kann ja nicht alles haben. Ah, eine rollende Tomate. Der hat mal auch wieder Energie gekriegt. Brauche ich jetzt aber gerade nicht. No, ich krieg von dem liegenden Apfel oder Pfirsich, was das ist, Schaden. Und wir erreichen die 1, und zwar richtig bequem. Damit hole ich mir mein Leben von vorhin wieder. Also wir müssten auf jeden Fall noch auf drei Endgänger stoßen. König Nickerchen, eine Wolke, oder König DDD, wie es jetzt letzte Zeit heißt, und auch auf Meta Knight. Und da haben wir so eine Art Bonusraum. Oder geht's dann in die nächste Area? Na gut, kümmern wir uns erstmal um den Endgegner. Okay. Ich glaube, der malt Gegner, die gegen uns kämpfen wollen. Das ist ein... Was ist das? Eine Wolke. Und ich schieße noch daneben. Lass mich auch noch von ihm treffen. Komm, jetzt mal was. Wirkt wie mich inner, wie der Elchhörner auf hat und ein Künstler ist beim Zeichnen. Jetzt Basketball. Ja, mal deinen Untergang. Ach, Mann. Schirm. Warum nicht? Also, der wechselt immer die Seiten. Warum lasse ich mich von den Typen jetzt eigentlich fertig machen? Okay, nicht so gut, nicht so gut. Okay, das Auto fährt. Und dann wird er als nächstes wieder hier rüber. Alter! Ich habe mich von dem verarschen lassen. Das hätte ich jetzt so nicht vermutet. Okay, gehen wir erstmal in den unteren Raum rein. Warp Station. Nee, ich will bei Level 2 bleiben. Alles klar. Gut. Versuchen wir unser Glück nochmal. Das war jetzt ein bisschen ungünstig, die ganze Sache. Bombe. Gut, die kann ich von... Also am meisten erwischt der mich, wenn er gerade die Ebenen wechselt. Kommt er wieder zu mir? Nee. Okay, bis jetzt läuft's gut. Ich würde mal sagen, wir haben energietechnisch Gleichstand. Jetzt bin ich ein bisschen voran. Na, ah, ich habe gewusst, dass er so einen Blödsinn macht. Aber wir müssen ja am Angriff bleiben. Ein kleiner Kirby, wie süß. Die Bombe. Okay, die Bombe. Machen wir mal einen Crash. Damit rechnet er garantiert nicht. Gibt ordentlich schön Schaden, hoffe ich, bei ihm. Jawohl, wir haben ihn zerrissen. Level clear. Auf ins nächste Gebiet. Butter Building. Ein Buttergebäude. Ich glaube, bei den Turm erwartet uns schon die Wolke. Das ist einer der wiederkehrenden Kirby-Gegner, die es in mehreren Teilen gab. Ich habe eigentlich den Namen vergessen von dem Vieh. Na, dann betreten wir mal das Butter Building. Gibt es erstmal den Stein, das schon mal sehr gut ist. Der Stein macht der Kirby auch unverwundbar. Ach, der Wecker wieder. Diesmal haben wir auch ein bisschen mehr Platz und können den Stein gut nutzen. Erstmal Stein bleiben, da passiert uns nichts. Genau, und... Komm her, und... Eigentlich ist der Wecker ja sehr authentisch umgesetzt, denn so fühle ich mich jedes Mal auch am Morgen, wenn ich geweckt werde von meinem Wecker. Einfach nur weggeschockt. Also habt ihr gesehen, jetzt gab es ein kleineres Mikro und jetzt gibt es nochmal ein großes Mikro. Hm.
Den Schalter müsste ich irgendwie betätigen, oder? Laser! Nee, das Level schon zu Ende. Ich gab sicher noch ein Geheimnis dahinter, wie ich den Schalter betätige. Hätte ich wahrscheinlich noch die richtige Fähigkeit dafür gebraucht. Aber habe ich nicht gehabt. Also Level Ende.